Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei der Anno 1602 History Edition. Ich wollte gerade schon wieder Collection sagen und habe mich vorher direkt aufgehalten. Bei der Anno 1602 History Edition. So. Wir haben beim letzten Mal erfolgreich endlich auf Bürger geupgradet und da fehlen ein paar. Achso, ja logisch, es fehlen ein paar, weil wir ein paar Häuser einreißen mussten. Aber das ist kein Problem, das passt so, das ist wunderbar. Wir hatten auch die Schwierigkeit mit der Nahrung, aber ich glaube, das stabilisiert sich jetzt wieder. Übrigens, wer das nicht kennt, ne, mit den Geschwindigkeitsmodi, es gibt ja F5, ne, das ist hier normale Geschwindigkeit, es gibt F6, das ist die doppelte Spielgeschwindigkeit, es gibt F7, das ist vierfach und Shift F8 ist achtfach. Ne, F8 an sich macht gar nichts, aber Shift F8, das steht, glaube ich, auch, warte. Das steht hier, glaube ich, auch irgendwo. Hier, bei den Tastenkürzelgeschichten steht das. Da. Ich weiß gar nicht, ob man das ändern kann. Ich glaube aber nicht, nö. Die sind einfach nur da. Laden, speichern, L, Option, bla, Filme, Sprache, tralala, Bildschirmfoto. Ach, Bildschirmfoto kann man machen. Das muss ich jetzt ausprobieren. Shift P, warte. Ein schönes Stadtfoto hier, Moment. Shift P. Steuerung P? Shift P, P. Ich weiß nicht. Man hat auf jeden Fall nichts gehört. Keine Ahnung, ob irgendwie ein Bild geschossen wurde. Und der Typ hier geht mir hart auf den Sack. Mit seinem, ich besiedel deine Insel. Und er bricht nicht mal ein Vulkan auf seiner Insel aus. Hat er hier eigentlich einen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hier hat er einen. Sehr schön. Da ist sogar noch ein Loch übrig geblieben in seiner ohnehin schon nicht mal halb effizienten Plantage. Verdient, mein Freund. Absolut verdient. Plantage ist so waste einfach. Nur genauso wie diese, weißt du? Anstatt, dass er die dahin packt und dann irgendwo da hier hinten und dann die wirklich nutzt, das ist die Hälfte an von dem, was sie eigentlich produzieren könnte, produziert sie wahrscheinlich. Und hier sogar noch weniger. Der Typ ist einfach nur eine Lusche. Verkauft aber Nahrung, weißt du? So, ist immer noch der Vulkan. Schon wieder vergessen, Timer zu starten. Diesmal habe ich es auch schneller mitbekommen. Okay, so, Gewürze, Stoffe haben wir alles am Start. Sehr schön, es läuft auf jeden Fall sehr gut. Nahrung haben wir wieder, wunderbar. Wir haben wieder Nahrung, das heißt, da müssen wir uns jetzt auch keinen Kopf mehr drum machen. Alkohol wird immer noch fleißig verkauft, davon haben wir auf jeden Fall also genug. Dann wäre das nächste auf jeden Fall was zu rauchen. Und, natürlich Kakao. Kakao, 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 war das hier, ne? Das ist die Kakaoinsel gewesen. Hier haben wir Jolt. Alter, was? Das hat wirklich jemand gekauft. Das haben die ernsthaft gekauft, Alter. Junge, Junge, Alter. Guck dir mal unseren Kontostand an. Das waren locker auf einen Schlag irgendwie 40.000, 50.000 jetzt. Jetzt verkauft er Gold. Wir müssen das Gold kaufen. Wir müssen das Gold kaufen, weil es natürlich viel günstiger ist jetzt bei ihm. Der alte Lappen. Schnell hinfahren, bevor das Gold verschwindet. 16 Tonnen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, die Händler haben es gekriegt. Alter, wie die sich gleich drum prügeln, ey. Was ist denn hier los, ey? Der pure Kampf ums billige Gold, ey. Scheiße. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ja, das können wir eigentlich wieder freigeben. Es gibt eh keine Siedlerhäuser mehr, glaube ich, oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir mal ein Schiff ready. Wir haben nicht allzu viel Werkzeug und so gerade. Dann fahren wir hier mal runter. Konnten wir hier eigentlich auch Kakao? Nee, Baumwolle und Gewürze könnten wir hier noch anbauen. Wenn wir das denn bräuchten, brauchen wir aber nicht. Wir haben hier ja Gewürze. Hier müssen wir uns eigentlich auch noch protecten und die Insel weiter einnehmen. Ich glaube, das könnten wir sogar. Einfach nur der Sicherheit halber. Ne, weil ihr habt ja gesehen, was sonst passiert. Hier bei dem Ding mache ich mal... Oh, wir können eh nicht mehr. Sicher ist sicher. Ist das Schiff unterwegs? Ich glaube nicht. Setzt neuen Kurs. Wo? Jetzt ist es unterwegs. Er ist irgendwie ein bisschen... die Empfindlichkeit ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Dann müsste der jetzt hier übrigens bald Aristokraten eigentlich kriegen. Denn der hat ja jetzt unser Gold. Ich glaube, wir haben übrigens schon wieder verkauft. Jopp, haben wir. Alter, was? Wie geil ist das denn bitte? Wir haben theoretisch auch noch ein bisschen Ressourcen. Warte mal, ich fahre noch mal ganz kurz. Oh, da bricht ein Vulkan aus. Ich fahre noch mal ganz kurz rüber. Wir lagern hier noch mal ein bisschen Werkzeug ein und bauen noch mal weitere Minen. Alter, wie sich das lohnt, ne? Welcher Vulkan bricht eigentlich aus? Ach, er hier.
Schön, da brennt es wieder. Herrlich. Ein wunderschöner Anblick. Gefällt mir. Okay, so, komm mal rüber hier. Boop. So. Und dann hauen wir hier noch mal ganz kurz Werkzeug rein. Und ich hau noch mal Ziegel rein. Und dann hauen wir hier noch mal ein paar Minen hin. Ich jetzt glaube, ja, es geht eh nur noch eine. Schade. Ja, mehr ist nicht zu machen. Die holen halt auch immer erst dann ab, wenn quasi das Lager voll ist. So. Boah, das ist so geil, ne? Das ist so endgeil, dass wir jetzt den anderen so hart die Taschen leer machen. Also ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass sie das für den Preis kaufen. Ach guck mal, jetzt hat er wieder Gold im Verkauf gehabt. Theoretisch könnten wir das natürlich irgendwie versuchen wieder einzukaufen. Ne, wenn die Händler uns nicht zuvorkommen, dann müssen wir halt ein Schiff positionieren, was direkt dort immer wartet. Und dann kriegst du halt permanent dieses "Überprüft eure Handelsrouten!" Oder wie war das damals? Boah, ich weiß nicht mehr, wie war denn dieses eine Sample, was ich da mal aufgenommen hatte? Ey du, bla bla, guck mal deine Handelsrouten an oder irgend so ein Scheiß. Ich weiß es nicht mehr, ist schon viel zu lange her mittlerweile. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ey du Flitzbibel, guck mal deine Handelsrouten an. Oder irgendwie sowas in dem Dreh war das. Boah, schon so lange her, ne? Da war ich noch jung. Ihr habt einen sagenhaften Schatz gefunden. Oh, ich weiß. Meine Goldminen und der Verkauf davon. Beziehungsweise das, was sie ausspucken. Der Schatz ist halt... Die Schätze in Anno 1602 sind cool, dass es sie gibt. Und vor allem, dass es einen Videoclip dazu gibt. Was ein bisschen... Naja, nicht ganz so erfreut. Wieso sind wir eigentlich auf der Kakaoinsel? Fällt mir gerade ein, wenn wir noch gar keinen Kakao brauchen. Ach, doch, brauchen wir. Der Schatz, die sind halt echt nicht so dolle, weil... 1000. Ich meine, komm, 1000. 1000 Goldmünzen kriegst du daraus, das ist halt echt nicht so krass. Also, verglichen mit dem, was wir jetzt gerade mit der Mine verdienen oder mit den Minen, das ist halt, ne, und so. Da geht mehr. So. Dann machen wir hier und dann machen wir da und dann machen wir da hinten nochmal einen Marktplatz hin. Wupp. Und hier brauche ich mal eigentlich auch noch einen. Und eine Feuerwache. Baue ich so oder so. Feuerwache kommt hier so oder so dann hin. La 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 la. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst Anno 1602. Dieses Ende ist einfach so hardcore-episch, ne, von dem Intro. Das ist so Gänsehaut over 9000. So, ich mach die Wege mal hier jetzt ran. Dann brauchen wir die da oben theoretisch nicht mehr, weil wegen der Feuerwache. So. La, la, la. Und 4 Farmen dürften auch erstmal ausreichen, glaube ich. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass die Feuerwache zu nah am Vulkan ist. Wobei, nee, das sollte eigentlich gehen. Dann nehmen wir dich gleich. Nee, du bist unser Dingenschiff. Dich nehmen wir also nicht. Wir nehmen dich. Du bist das neue Routenschiff für lecker, lecker kalter Kakao. So. Und. So, ich habe das Gefühl, die Gewürze gehen runter. Ah, da kommt schon wieder neue. Alles gar kein Problem. Und alles andere sollten wir auch bereits vorrätig haben. Das heißt, die Leute können hier ein sehr entspanntes Leben gerade führen. Wir haben alles, was es braucht. Ah, gucken wir nochmal auf unsere Goldinsel. Da sammelt sich wieder einiges an. Der hier hat immer noch keine Aristokraten. Plopp. Aber er kauft auch gerade nichts mehr. Ich glaube, der produziert jetzt erstmal. Da sind, glaube ich, gerade Kaufleute entstanden. Ich glaube, der produziert jetzt erstmal. Badehaus und Kirche hat er bereits. Wobei, nee, Badehaus und Kirche war für Kaufleute. Für Aristokraten brauchtest du ein Theater und eine Hochschule, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Beides hat er nicht. Dieses Badehaus ist so ein harter Waste in der Ecke, ne? So ein fucking harter Waste einfach.
Ey, die müssen eine Bilanz haben, das... Ich will das gar nicht wissen. Wir produzieren hier lieber weiter fröhlich unser Gold. Alter, unsere Bilanz, ne? Das ist so gut einfach. Da haben wir schon 150.000. So möchte ich das sehen. So ist wunderbar, so ist schön. Okay, dann müssen wir auch bald dann Kakao haben. Wenn ich denn die Route gestartet hätte. Kakao braucht, glaube ich, auch länger zum Wachsen und tralala. Das ist nicht so, also da kommt nicht so viel bei raus. Wobei. La 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 la. 2 Tonnen, immerhin. Besser als keine Tonne. Ja, damit sind natürlich dann noch die Kaufleute. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ja, gerne. Aber erstmal gucke ich mir den Vulkan an, wie er hier schön ausbricht und die Stadt vernichtet. Ah, herrlich. Leider, mein gelber Freund, leider. Ja, lass es brennen. Burn, motherfucker, burn, motherfucker, burn. Ja, er hat irgendein Gebäude zerstört. Ich weiß gerade nicht, welches das war. Hab's vergessen. Die Feuerwache war es auf jeden Fall nicht, aber die Feuerwache kommt da gar nicht mehr hin gerade. Und da kommt sie auch nicht hin, weil die Wege zerstört sind. Schön. Wieso brennt denn das auf einmal? Das hat doch vorher eben gerade nicht gebrannt. Ich bin mir unsicher. Ah, da kommt sie natürlich hin. Schade. Aber es ist schön mit anzusehen, wie die Stadt abfackelt. Geil. Ah, da repariert er schon die Wege. Schade. Naja, naja. Okay, so, wie sieht's denn aus? Noch haben wir keinen Kakao, doch haben wir theoretisch. Wenn wir jetzt noch Tabak ran schaffen, dann haben wir auf jeden Fall, können wir die Steuer nochmal anheben. Man könnte natürlich theoretisch das Holz outsourcen. Auf eine am besten nahegelegene Insel. Hm, hier zum Beispiel. Die ist nicht so weit weg. Wir sind, da ist die Insel, da sind wir, das ist relativ nah dran. Komm, wir packen mal ein paar Sachen ein. So, ein bisschen Holz. Und dann fahren wir eben rüber. Wir fahren rüber und nehmen diese Insel hier eben in Besitz. Und dann hauen wir... War das jetzt die? Ja. Und dann hauen wir hier ein paar Holzfäller hin. So. Kommt natürlich noch. Wobei, einen Marktplatz brauchen wir, glaube ich, gar nicht unbedingt. Auf jeden Fall die Kontor. Achso, der braucht Ziegel. Schade. Na gut, dann, komm, dann machen wir den Zweier. Ist auch okay. Und ich packe jetzt hier trotzdem hier hinten, packe ich einen Marktplatz hin. So. Und dann hauen wir hier ein paar Holzfäller rauf und dann ist das schick. Noch ein bisschen Wald. So. Die reinste Waldinsel hier. Das Lustige ist, die Tiere hier, ne? Pass mal auf. Da ist schon der erste umgefallen. Die sterben jetzt. Weil sie Waldboden gegessen haben. Plopp. Das ist so unlogisch. Ich weiß, auf der einen Seite brauchen sie den Wald, um zu leben. Aber wenn sie zu viel davon kriegen, dann sterben sie auch wieder. Was wollt ihr denn? Bau, am, bau, am. So. So, da noch ein Holzfäller hin. Hier noch ein. Bei denen ist das jetzt auch nicht unbedingt ganz wichtig, dass die maximale. Ihre maximale Kapazität ausreizen können, das ist relativ egal. Weil die kosten eh nicht viel und die sind nur da, damit wir Holz haben. Und Bilanz kosten die auch nicht viel, die kosten 5 Münzen, also komm, das ist... Das können wir mal eben ganz problemlos so, ne? Okay. Dann, du fährst hier wieder hin zurück, dann machen wir nochmal schnell ein neues Schiffchen. Wupp. Und wir sollten wirklich mal eine Kanonengießerei bauen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Wir können es uns eh leisten. Dann machen wir hier mal eine Kanonengießerei hin. Und dann können wir mal ein paar Kanönchen herstellen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann können wir nämlich unsere Schiffe damit bestücken. Und ich würde wirklich gerne eine große Werft bauen. Aber die können wir halt leider noch lange nicht machen. Also, lange ist auch übertrieben, aber wir können sie noch nicht machen. Schiff ist vom Stapel gelaufen. So, Einkaufskosten haben wir wieder ein bisschen. Ah, wir haben hier noch das noch. Können wir noch irgendwas sinnvoll einkaufen? Vielleicht die üblichen Sachen? Nee, ne? Das machen wir mal lieber nicht, weil davon haben wir selber auf jeden Fall genug. Holz haben wir im Einkauf. Ziegel brauchen wir nicht unbedingt zum Einkaufen. Der kauft wieder Alkohol. Tabakwaren. Ja, wir könnten halt Rohmaterial. 26.
18. Das ist, glaube ich, okay. Fertige Tabakwaren sind relativ teuer. Da kauft man halt Rohmaterial ein. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das neue Schiff. Achso, hier. Und da. Und dann holen wir hier Holz ab. Und bringen das zu unserer Hauptinsel. So, haben wir das. Auf geht's. Der ist unterwegs. Da kommen Gewürze. Und eigentlich müsste gleich noch unser anderes Schiff ankommen. Unser... Nein. Wo genau? Hm? Der steht ja immer noch da. Ich sag, manchmal klappt das irgendwie nicht so ganz mit dem Schiff irgendwo hinschicken. Weil irgendwie klickt der, glaube ich, immer ein bisschen abseits von dem dahin, wo man hinklickt. Klingt komisch, aber ist irgendwie so. So, wir haben hier schon Holz voll. Das ist in Ordnung. Dann haben wir halt ein bisschen Holz über. Die kommen jetzt weg. Das Land brauchen wir. So. Und dann können wir hier nämlich, jetzt haben wir wieder schön Platz, und dann können wir da nämlich ein bisschen Tabakzeug hinmachen. So, Plantage. Achso, da wollte ich die Dinge zu machen. Dann machen wir die hier. Ich blau vor allem. Ich baue eine Plantage hierher. Dann machen wir das erstmal so. 4 Plantagen. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Das werden wir sehen. Ich kenne die ganzen Tracks nicht auswendig. Wie kommst du auf sowas? La, la, la. Nein! Einmal unkonzentriert sein, ne? Tabakwaren. Finde ich immer noch eine sehr interessante Bezeichnung für einen Ort, der, wo Tabakwaren hergestellt werden. Das heißt einfach nur Tabakwaren. Ist sehr kreativ auf jeden Fall. So, hier kommen gleich 3 Millionen Schiffe an. Was natürlich überhaupt nicht übertrieben ist, das ist absolut akkurat. Die Fischerhütten brauchen wir eigentlich theoretisch bald auch nicht mehr. Weil, ja. Die generieren halt nicht so viel. So, Kakao wird auch langsam. Das ist sehr schön. Wie sieht es denn mit dem Jolt aus? Da haben wir, glaube ich, auch schon wieder verkauft. Das gefällt mir sehr gut. Und wie sieht es dann bei ihm hier aus? Da bricht direkt ein Vulkan aus. Sehr schön. Gucken wir mal. Ah, herrlich. Ja. Oh, das ist aber beim Weißen. Bitte zerstör ihn nicht, wir brauchen ihn noch als Handelsopfer. Du kannst ihn leiden lassen. Aber du darfst ihn nicht töten. Ich brauche ihn noch. Ich brauche ihn lebend. Also auf jeden Fall hat er die Kapelle eingerissen. Aber ich glaube, das ist weniger schlimm, weil da sind, glaube ich, nur die Häuser hier unten wirklich von betroffen. Boah, Alter. Es brennt erstmal die halbe Stadt bei dem. Guck mal, der hat hier seinen Steinbruch nicht mal mehr repariert. Da fehlt, glaube ich, auch noch ein Stück Weg hinter diesem Haus. Ich glaube, der ist wirklich beschäftigt mit seiner Hauptstadt hier. Ach, gucke mal da. Schau mal einer an. Da sind jetzt Theater und Hochschule. Dann wird es bei ihm nicht mehr lange dauern, bis die ersten Aristokraten rumrennen, schätze ich. Ach, siehst du, guck mal, er fragt schon nach Nahrung. Oh, er hat Gold. Ich muss es haben. Gib mir irgendein Schiff. Irgendeins. Schnell. Ich brauche dieses Gold. Jetzt. Du. Runterfahren. Ganz schnell. Überhole jeden Händler. Schneller. Los. Mach doch. Hör auf, Umwege zu nehmen. Nein. Du Sack. Oh, er hat noch das Gold. Komm schon, komm schon. Schneller. Schneller. Los. 10 Tonnen. Naja, immerhin. Besser als keine Tonne. Ich sage ja, wir müssen unbedingt einen Schiff dahinstellen, der das immer wieder einkauft. So, packen wir das da rein. Dann können wir damit nämlich Profit machen. Das ist sehr schön. Okay, den lassen wir wieder weiter seine Route machen, nämlich Kakao. Hatten wir nicht noch ein Schiff gebaut? Nee, ne? Nein. Beziehungsweise doch, aber das ist schon für die Holzinsel reserviert. Jo, wie sieht's denn hier aus? Tabakwaren dürfte demnächst auch kein Thema mehr sein. Ah, da kommen sie rein. Sehr schön. Etwas zum Rauchen. Das sieht richtig schön in die Arterien. Geil. Ich habe Euer Vater ist nun ein stolzer Schiffsspeicher.
Was? So, erstmal, dass die Steuern hochprügeln hier. Na, komm schon. Gönn dir noch eine Kippe, mein Freund. Damit du mir Geld geben kannst. Dein Geld. Für die Kippen, die ich dir dann überlassen werde. Ich weiß, du willst das auch. Denk doch nur an den Genuss. An den wunderbaren Geruch von verbranntem Tabak in deiner Lunge. Ich weiß, du willst mir dein Geld dafür geben. Ich weiß es einfach. Komm schon. Nimm noch einen kräftigen Zug. Ich glaube, wir brauchen mehr Tabakdinger. Habe das Gefühl, die Produktion reicht nicht aus. Aber gut, da können wir natürlich nachlegen. Das ist gar kein Problem. Also mehr oder weniger. Es ist kein großes Problem, sagen wir mal so. Hier müssen wir ein bisschen ineffizienter arbeiten. Aber ich möchte den Platz hier nicht ungenutzt lassen. Dieser Platz ist auch gut. So, machen wir den dahin. Und dann hier. Wupp, dann da. Dann würde ich eigentlich hier gerne das Tabakding hinmachen. Da. So, dann machen wir hier den Weg ran und hier den Weg weiter bis zum Marktplatz. Dann können wir die auch gut anzapfen, glaube, hoffe ich. Quasi gloffe ich. So, da kommt der wieder. Da können wir wieder ein bisschen höher drehen. Ich glaube, Tabakgefussel einkaufen ist schwierig, weil das verkauft halt natürlich kaum eine Sau. Alter, unser Kontostand gefällt mir. Und außerdem, wir haben hier noch ein weiteres Denkmal. Das kommt jetzt hier hin. Das sieht jetzt nicht mehr so toll aus wie vorher, weil jetzt das Ding da steht, aber hey. So, achso, ja stimmt. Schiff, habe ich fast vergessen. Hier, so, da, hier, da, dort. Hm. Ich nehme das auch mal mit rein. Gold können wir gerade nicht, weil er es nicht im Angebot hat. Da ausladen. Nee. Doch. So. Dann schicken wir den schon mal los. Sobald der Gold im Angebot hat. Toll, danke. Sobald der Gold im Angebot hat, können wir das auch noch mit reinnehmen. Und halt natürlich verticken. Bei Schmuck würde ich dann auch sagen, ne, dann machen wir selbes Ding. Boah, geil. Ist natürlich dann immer die Frage, ob es funktioniert. Er wird wahrscheinlich irgendwann mit seinen Handelsrouten kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen es einfach nur im Auge behalten. Ah, siehst du mal. Hihi, da waren wir schneller als der Händler. Geile Sache. Super geile Sache. Ja, und früher oder später, wie gesagt, wird er dann auf jeden Fall wieder Gold im Angebot haben, was er bei uns halt eingekauft hat. Für sehr viel Geld und dann billiger verkauft, weil er dumm ist. Ja, das war ja wieder klar. Ich glaube, das schalte ich dann auch wieder aus. Mit dem... Ah, da ist es! Nein! Hoch! Er hat noch nicht alles gekauft. Ich nehme es schnell hier mit in die Route rein. Kaufen, auslagern. Alles. Alles verdammt nochmal! Komm schon. Jetzt fahr doch ran! Oh, nicht das Holz. Was soll ich denn mit dem Holz? Egal, 20 Tonnen. Ich glaube, der Händler hat es nicht eingekauft bei ihm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hey. Okay, so. Boah, Alter. Das ist so eine Geldmacherei hier einfach. Warte mal, ich muss mal ganz kurz den hier machen, weil das Holz brauchen wir wirklich nicht. So. Super. Sehr schön. Das heißt, immer wenn er wieder zu viel... Hä? Nein, so rum, du Volllappen. Es fehlt an Tabakwaren. Ja, nein, tut es nicht. So, jetzt lad das Zeug wieder aus. Wunderbar. Überprüft eure Handelsrouten. Nein, ich überprüfe meine Handelsrouten nicht. Und ich glaube, wir müssen hier noch ein paar mehr Lagerdinger dann bauen, damit wir puffern können. So. Überprüft eure Handelsrouten. Nein, ich überprüfe meine Handelsrouten nicht. Außerdem haben wir, glaube ich, gerade eine Tonne Schmuck erhalten. Das gefällt mir ebenfalls sehr gut. Das wird hier natürlich alles ein bisschen hochjagen, mit den Einkaufskosten natürlich auch, aber im Endeffekt... eure Handelsrouten. Nein. Gott, wo ist denn das? Hier, ne? Sprachmeldungen, Diplomatie, Handel müsste das sein. Hoffe ich. Guck mal, der mag uns jetzt... Alter, wir ziehen den so in die Taschen leer und der freut sich auch noch darüber. Was für ein Affe ist das denn, Alter? Die Oberlusche des Jahrhunderts, ey, ich sag's dir. Ja, da haben wir noch ein Tönnchen Schmuck abgegriffen, sehr schön. Ah, wunderbar, herrlich. Also in diesem Spiel kann man wirklich
von der Dummheit der Leute profitieren. Oder von der KI in dem Fall. Aber das kommt in dem Sinne aufs Gleiche auf. Es gibt auch Leute, die sind so dumm wie diese KI. Das ist absolut nicht abwegig. So, Tabak müssen wir, glaube ich, immer noch ein bisschen nachlegen. Aber es wird zumindest langsam. Da können wir die Steuern hier schön hochdrehen. Das gefällt mir sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir auch eben erstmal für diese Folge wieder ein Pünktchen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst Däumchen nicht, ne? Und dann beim nächsten Mal, mal schauen, vielleicht schaffen wir es schon zu den Kaufleuten. Aber da möchte ich eher vorsichtig und langsam rangehen. Eure Handelsrouten. Das war der falsche. Da möchte ich eher... Nee, das wollte ich gar nicht. Da möchte ich eher vorsichtig und langsam rangehen. Weil, das kann sonst ganz schnell in die Hose gehen, ne? Ereignisse, Inselstatus, vielleicht war es auch Inselstatus, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also nehme ich halt einfach nur raus, weil ansonsten geht es wirklich auf den Sack. Oder im Zweifel suche ich mir das Sample raus und überschreibe das mit irgendwas anderem, zum Beispiel irgendwie Penis oder sowas in dem Dreh. Und dann kommt das halt ständig. Penis, Penis, Penis. Ne, dann klingt das Spiel ungefähr so, das ist da auch ganz toll. Okay, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.